Es handelt sich um eine äußerst beunruhigende Live-Aufnahme. Das ist der Veteran Pacific Reaktor bei Seattle. Es folgt eine Live-Einspielung, Rohmaterial. Offensichtlich eine Ansprache des KVA-Anführers Hades. Liebe Mitbürger dieser Welt, heute habt ihr Angst. Ihr habt Angst, weil ihr aus eurem Schlummer geweckt wurde. Es gibt Tage, die vergisst man nicht. Manche Momente brennen sich auf ewig in unser Gedächtnis ein. Wo waren Sie am Tag, als alles anders wurde? Vor 4 Jahren wollte ein Mann unsere Welt zerstören. Wollte ein Mann Dunkelheit über uns bringen. Dachten wir würden es niemals überstehen. Doch das haben wir. Zusammen. Als sie verwundbar waren, gaben wir ihnen Kraft. Als sie krank waren, boten wir ihnen Heilung. Als Chaos herrschte, sorgten wir für Ordnung. Stabilität, Sicherheit, die Chance auf einen Neuanfang. Wer wir sind? Wir sind der Weg nach vorn. Nachwirkungen. Willkommen hier zurück bei den Nachwirkungen von Netzwerk Gaming Bros mit mir, dem Jens, bei Call of Duty Advanced Warfare. Das war ja mal gerade der beste Werbefilm aller Zeiten. Atlas Corporation hat schon raus irgendwie. Willkommen in Detroit! 2,5 Millionen Menschen, alle in Lagern wie diesem. Echt kein Urlaub, aber sie haben Nahrung, Wasser, Sicherheit. Alles dank Atlas. Und jetzt hat die KVA die Eier nebenan einzuziehen. Leck mich. Der Typ ist so gut, ey. Der Gideon. Das ist echt gut, ey. So richtig schön ist das natürlich nicht für die Leute, aber er hat schon recht. Du siehst scheiße aus. 22 Tage am Stück. Die KVA macht keine Pause. Und wir auch nicht. Verstanden. Sie wollten die Leute im nächsten Monat zurückbringen. Dann ist die KVA aufgetaucht. Jetzt ist alles abgeriegelt. Sie beschützen unser Ziel. Sind wir noch dran an ihm? Dr. Pierre Danois. Er ist im Innenstadtkrankenhaus. Haben grünes Licht. 4 Jahre Jagd auf Hades und seine rechte Hand klopft einfach so an der Tür. Das ist brillant. Er wird einfach abgezogen, der Soldat. Oh je. Das darf man sich nicht so genau angucken. Nicht vergessen, ein Paket pro Sektor. Ja, das ist bestimmt gar nicht so leicht hier unter so einer Militärmacht dann doch noch zu leben. Aber wie schon gesagt wurde, das ist halt momentan das Beste, was sie haben können. Mit Hades, der ist ja noch schlimmer drauf da. Mit der KVA und dem Anführer da, das ist ja nicht so der feine englische Weg, sag ich mal. Und wenigstens haben sie hier zum Beispiel so Freiheiten oder da können sie sich ein bisschen hinchillen und so, also ist ja nicht so, dass sie jetzt hier eingesperrt sind wie Kaninchen oder so, ja. Auch wenn es so ein bisschen scheint, aber ich glaube, das ist noch der beste Weg irgendwie. Moment, Captain! Was ist jetzt los? Was will denn der? Kein Problem. Scanner auf Isotope. Bitte warten. Will aber nicht gescannt werden. Nein. Nein. Was zur Hölle macht die KVA in Detroit, Boss? Eine leere Stadt ohne Polizei oder Augenzeugen ist ein guter Ort, um etwas zu verstecken. Oder jemanden. Guten Tag. Okay. Viel Glück da draußen. Natürlich, Dankeschön, Dankeschön. Was für Isotope. Gideon. Torres, sind wir fertig? Ja, die Bikes stehen bereit. Das Zeitlimit ist eingegeben. In Ordnung. Aufsteigen. Jawohl, Meister. Machen wir doch hier. Nutzen wir mal hier das Bike. Hoverbike oder so, wie man das aus dem Trailer schon gesehen hat. Mit mir synchronisieren. Autopilot aktivieren. Bravo 2-1, der Doktor hält Position im Krankenhaus. Die Uhr tickt. Verstanden, Prophet. Bei Kontrollpunkt Blau in 5. Nicht vergessen, wir brauchen ihn lebend, um Hades zu finden. Verstanden. Bravo, Ende.
Alter, jawohl. Name und Befehlsnummer. Gideon, Befehl 5527. Einen Moment. Alter Verwalter. Vier Agenten auf Bikes wollen rein. Befehlsnummer 5527. Okay, alles in Ordnung. Was für Flitzer das einfach sind. Wie halten wir die Stellung oder was? Warum schicken wir die nicht raus, Jungs? Was? Junge, was für Pfünde einfach, die da rumlaufen. Prophet, Bravo 2-1, passieren Linie Delta. Wachsam bleiben. Das wird doch nichts, ey. Ich kann nicht glauben, dass das Detroit ist. So viel hat sich nicht geändert. Naja, sah schon mal schöner aus, bestimmt. Oh Mann, ey, wie abgefuckt diese Stadt einfach runtergekommen ist, ey. Sammelpunkt direkt vor uns, 12 Uhr. Hätte man auch hinlaufen können, also. Prophet, Bravo 2-1 beim Sammelpunkt. Bereithalten. In Bereitschaft 2-1. Mitchell und ich nehmen die nördliche Seite. Ihr zwei die südliche. Treffpunkt Bates Street. Verstanden. Ui. Ich wollte mal was ausprobieren. Aktivität 100 Meter nordwestlich von eurer Position geortet. Wir halten die Augen offen. Was habe ich jetzt gedrückt? Ich habe irgendwas gedrückt. Ich wollte mal gucken, was es ist. Ich habe auf die 4 gedrückt. Ich habe keine Ahnung, was die 4 jetzt war. Hey, es ist ja auch sehr verwirrend alles hier immer wieder. Beim Fahrzeug voraus. Es sollte niemand in diesem Sektor sein. Aha. Einsatzvorgabe beachten. Leise bleiben. Warum ist das Auto hier? Das ist sehr verwirrend, wenn von Atlas hier auch schon ein Auto rumsteht. Das wusste ich mal, wie das funktioniert. Prophet, sind bei Kontrollpunkt Blau. Durchqueren die Schule. Verstanden, wir haben euch. Hab ich jetzt voll erschreckt, ey. Uiuiuiui, da hat sich der Jens aber schon erschreckt ein bisschen. Horrorspiel oder was? So gut gemacht, dieses Spiel. Also Zwischensequenzen sind sowieso top. Scheiße. Aber das Spiel an sich. Oha. Nein, was ist denn hier passiert? Hier sind Leichen. Sieht wie ein Räumtrupp aus. Schutzanzüge fehlen. Schutzanzüge gelten jetzt als Feinde. Verstanden. Wenn die KVA getarnt vorgeht, könnte es mehr von ihnen geben, als wir dachten. Jo. Checken wir mal, was in der Tür ist. Das hätte so auch in die Hose gehen können, du. Die Treppe hoch. Mal ein bisschen leer machen. Hallo, wir sind da. Wir sind da. Wir kommen jetzt hoch, ja? Leute, seid ihr bereit? Ja, mal ein bisschen die Stimmung hier ein bisschen kaputt machen. Okay, ich höre schon auf, Leute, ich höre schon auf. Kein Stress, kein Hektik. Ja, aber der geht echt ein bisschen arg langsam, Leute. Ein bisschen langsam ist der schon unterwegs. Hier lang. Ja, wie gesagt, ich folge ihm ja nur. Er ist halt echt so, meh. Was der nicht kann, du. Biegt der einfach mal hier so Metall zurück. Respekt. Exoskelett sei Dank, würde ich mal sagen. Ich weiß schon, jetzt dürfen wir bestimmt wieder irgendwas drücken. Was war das? Ui. Hier drin. Passieren lassen. Da fällt was runter und die gucken nicht mal hoch, oder was? Ey, ganz schlau sind die auch wirklich nicht, ey.
Uje, wo wir hier langlaufen, ey. Das müssen die doch hören, auch wenn die in Schutzanzügen sind. Sind sie schon so weit weg? Bitte schon. Halt durch, ich komm runter. Aua. Da kommst du nicht mehr runter, oder? Mist. Versuch die südliche Seite zu erreichen. Treffen uns dort. Waffe? Keine Waffe. Mitchell, hier ist einiges los. Versteckt bleiben. Splinter Selection. Geil. Ein bisschen rumschleichen und so. Alter Verwalter. Hier ist richtig was los. Oh Mann. Wie soll ich jetzt an dem vorbeikommen? Langes Nickt. Hat er gar nicht mitbekommen, der Idiot. Wie viel hier rumrennen, ist ja immer übel. Muss ich dem da jetzt ein bisschen hinterher walken, oder was? Ich glaube schon. Was mit ihm? Jetzt rennt er. Oh nein. Oh, was ist jetzt los? Ach, da ist irgendwas angekommen gerade draußen. Wo ist der Typ jetzt hin? Oh Mann, ey, alter Verwalter, das ist halt echt so ein bisschen was von einem Horrorspiel schon. Mit dieser dezenten Dunkelheit. Wow! Hey, ich hab's ja gesagt. Jetzt ist erstmal Ruhe. Bauer? Ehrlich? Bauer? Das war sehr schlecht gewesen, aber okay. Bin draußen, unten an der Feuertreppe. Cool, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal wieder unsere Waffe wieder. Mitchell, hier unten. Jawohl. Ach, ich bin doch Elite-Soldat. Wir müssen uns beeilen. Bereite dich vor, sie anzugreifen. Sack an. 3, 2, 1, Feuer. So. Es kommen mehr. Los jetzt! Wow. Hunde, ist ganz okay. Und da ist eine Granate. Was ist da los? Ich muss hier weg. Oh, der Kackhund, ey. Er hat mich voll festgehalten. Patrouille voraus. Wir müssen uns beeilen. Bereite dich vor, sie anzugreifen. Es kommen mehr. Los jetzt! Los, das ist ganz cool, oder? So mal hier durchsnappen. Und war jetzt aber ganz schön schnell unterwegs. Oh. Hier rüber! Oh, was ist mit dem Hund los? Oh, da ist ja einer. Oh, ach du Heiliger. Ich bin hier gerade ein bisschen im Krisengebiet, Kollege. Hinterlegt diese Granate! Mein Kontakt! Sanitäter! Sanitäter hierher! Ehrlich? Kontakt! An der Uhr! Ich hab kein freies Sichtfeld! Wo ist er hin? Probieren wir doch mal hier die AK-12 aus. Mal gucken, wie die so abgeht. Joker, wie ist die Lage? Hinterfeld unter der Main Street. Die KVA ist überall. Feuerfreigabe. Fast da. Meine Güte, das ist ja hier echt heftig, was hier so abgeht. Was ist das denn mit der Granate? Was tut man denn da gehen?
Naja. Komm, wir füllen erstmal hier Munition auf. Dann wird alles besser. Ich dich aber schon. Kein Stress. Wow, Alter, was ist da los? Das scheinen die alten Sachen sammeln, ey. Ja, wir gehen mal links rum, weil... Wow, alternative Wege sind ja immer besser. Uiuiui, das hat er jetzt mal richtig reingeplatzt hier. Das ist unserer, okay. Ui, das waren viel zu viele. Ey, mir kommt das alles hier ein bisschen sehr spanisch vor. Mann, Mann, das sind immer so viele Leute auch gleichzeitig. Okay. Hab ich schon. War doch nicht schlecht gewesen. Da sind sie. Bewegung. Alter, nicht dein Ernst. Wie übertrieben ist das bitte? Kontakt! 12 Uhr! Feindliche Infanterie! Oh ja, jetzt hab ich auch so richtig drauf gedrückt. Das war verlegt, das war verkackt. Status des Doktors. Haben biometrische Ortung. Immer noch im Krankenhaus. Gut, wir müssen weg hier. Los jetzt! Die Straße bietet keine Deckung, Boss. Der Wagen, das ist unsere Deckung. Krankenhaus noch 100 Meter entfernt. Los! Hui. Ey, shit. Joker, gib uns Deckung. Der Joker macht das nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir können ja mal ein bisschen weiter schieben, aber ich glaube, das ist nicht so toll. Das ist arg laut. Hätte mal das andere Gewehr gerade noch behalten. Ey, ist überall verpackt auf dem Zug. Was ist da los? Hier gerade echt ein bisschen was auf Distanz wegzukriegen, aber da kommen ja immer mehr. Das ist ja echt nicht leicht, so muss ich ja mal gestehen. Ich schiebe einfach mal ein bisschen weiter nach vorne. Haben wir ja hier trainiert sozusagen, haben wir ja von denen ja schon trainiert. Alter, mein Gott, das Ding ist ja voll. Ja, was ist mit ihm? Mach doch mal die Jungs da weg. Wenig Munition. Ich finde die Waffe gerade irgendwie ganz cool, aber keine Munition mehr, ne? Komm, wir schieben einfach mal ein bisschen weiter. Mal gucken, wie lange wir hier schieben können. Das ist einfach ein bisschen verkehrt. Wow. Leute, bitte. Steckt doch auch mal nach hinten. Bewegung. Alles klar. Nee, oder? Mann, ey, alternative Wege. Alternative Wege. Blendgranate! Sauber. Okay, die. Wow! Wie viele da standen? Habt ihr das gesehen? Wie viele da standen? Wir brauchen ihn lebend. Das war ja schon hart. Das war ja jetzt schon richtig hart. Blendgranate!
Ja, egal wo du stehst. Ist super. Langsam gut aus hier. Okay, das ist nicht der Trickset. Hey, auf 12 Uhr ist bei denen hier alles, ne? Das ist ja schon das Gute. Da, Mitchell, die Tür auf. Jawohl, wird erledigt, Chef. Das tut bestimmt richtig gut. Wie lange er gebraucht hat. Da geht nochmal Sicherheitsschutz. Wie immer wichtig. Nicht schießen! Mitchell, schnapp ihn. Hab ich. Na, kürzlich Hades gesehen? Ich sage nichts. Ja, das sagen sie alle. Und dann fangen sie an zu schreien. Glauben Sie, das ändert was? Sie wissen nicht, wozu er fähig ist. Wir sind alle tot. Ja! Au. Nicht heute. Einpacken und mitnehmen. Mit Vergnügen. Mitchell. Jawohl, bin da. Mann, ey. Wie es hier aufs Maul gibt, ist ja schon echt der Hammer. Weil könnte ich mal ein bisschen schneller laufen, weil ich irgendwie läuft man immer als Spieler immer. Ich laufe ganz normal, aber ich laufe trotzdem ein bisschen schneller wieder. Ich weiß nicht, warum die das mit der Anpassung nicht hinkriegen. Und diese Gleitbahn, die fährt ja immer noch, obwohl ja hier eigentlich alles so ein bisschen Arsch ist. Finde ich auch sehr interessant. Oh. Das. Nein. Wo kommt das her? Die Getarnten sind unterwegs, Alter. Die Getarnten. Guck dir mal an, wie sie da reinkommen. Yeah. Das ist die Special Forces Eingreiftruppe der Hardcore Marines, Exosoldaten von Atlas. Feindliche Truppen sind im Anmarsch. Wir geben Deckung. Nehmt den Doktor und bewegt euch. Ich würde lieber wissen, wer mich schützt. Das ist geheim. Ob das eine gute Idee ist, Boss? Wir haben wohl keine Wahl. Mann, die sind unsichtbar. Sozusagen quasi unsichtbar. Güte, nutzen wir. Verdammt, was war das? Keine Ahnung. Das ist geheim. Auf die jawohl. Bikes. Los. Jawohl, immer schön jawohl sagen. Wird jetzt hier wieder synchronisiert. Darf ich jetzt hier schießen bei der Fahrt oder was? Hinter mir. Geht ab. Oh ja. Da können wir jetzt mal hier richtig Gas geben mit dem Ding. Oh mein, ja, wie das Team. Wie sollen die denn eigentlich mit den Atlas-Autos? Das ist völlig ein bisschen verwirrt. Angedockt. Ja, 85 Meilen. Weißt du, wie schnell das ist? Da können wir das Ding doch gar nicht mehr so locker kontrollieren. Dafür sieht es irgendwie noch arschlangsam aus, aber auf jeden Fall nicht schlecht gemacht hier mit der. Oh, schade. Ich hab. Ja. Ich wollte mal gucken, ob ich da irgendwie noch hier an den Dings fahren kann. An diesen Wänden und so. Okay, ich bin jetzt hinter den Fahrzeugen. Ausschalten lässt irgendwie ganz cool. Bin dran. Was haben die denn jetzt für eine Scheiße gebaut? Oh, ausweichen. Was ist denn los? Was für ein Glück stehen hier überall so ein paar Rampen. Da ist das Tor! Uff, Marre! Oh,
ganz harte Motherfucker, der jetzt gekommen ist hier. Prophet, Ziel ist in Sicherheit. Bring ihn zur Befragung. Geh dir ein Ende. Jawoll, ey. Mensch, 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 Leute, das ist ja einfach mal der Hammer, weil wie jetzt Detroit hier aussah. Jetzt haben wir hier diesen Dr. Pierre Denius gefangen. Und jetzt wird er erstmal verhört auf die gute alte englische Art und Weise. Ob das jetzt so eine gute Art und Weise ist, das lassen wir mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall, das war ja mal eine krasse Mission. Auch ey, ehrlich, ich habe mich zweimal echt übel erschreckt. Und diese, ich sag mal, Like-Horror-Effekte, die sind echt nicht schlecht gemacht, muss man schon sagen. Und wie ich gerade sehe, es gibt auch wieder Daten zu sammeln, wie es auch bei Ghost. Und ich glaube, in jedem anderen Teil war es auch so, dass man irgendwas sammeln konnte. Ich habe bisher noch nicht einmal sowas gesehen, aber ich laufe da auch immer ein bisschen anders so durch das Spiel. Wahrscheinlich habt ihr es alle gesehen, aber ich bin halt zielorientiert. Ne? Meine Mission muss beendet werden und so muss das sein. Auf jeden Fall danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, adieu, euer Jens von Netzwerk Gaming Bros. Tschüss.